Ja, kaum zu glauben, sie ist tatsächlich fertig geworden. Die F14 von Tamiya im Maßstab 1 zu 48. Ihr habt die vorherigen Videos vielleicht gesehen zu dem Bau, was ich da immer so gemacht habe. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, dass das Flugzeug zumindest schon mal fertig ist. Es folgt ja noch der JBD, also der Jet Blast Deflector, und ja, die kleine Base mit der Figur. Und deswegen ist es jetzt ein kleiner Vorgeschmack der Fotos, wie es später mal aussehen wird. Also es ist noch kein richtiger Rollout. In diesem Sinne habe ich da hier auch diese Base verwendet, die von Tamiya ja mehr oder weniger schon mit in der Schachtel ist. Ja, und jetzt schauen wir uns die letzten Schritte bis zur Fertigstellung gemeinsam an. Ja, wie ging's los? Mit den Figuren, die mussten vervollständigt werden, die Köpfe wurden aufgeklebt. Ich habe jetzt euch hier immer drunter geschrieben, was ich hier verwendet habe neuerdings. Und das ist dann auch hier zum Beispiel Tamiya XF62 für den Rüssel, also den die Maske und den Schlauch dazu. Und ich verwende dann immer ganz gern diese Pinsel, weil die einfach eine super tolle spitzige Spitze haben, wie man später sehen wird. Ein kleines Gefäß habe ich da, wo ich mir immer was reintropfe, und dann nachher ein ganz klein wenig verdünne mit einem oder zwei Tropfen von dieser Verdünnung hier, die man super dosieren kann mit dieser kleinen Flasche. Das Ganze muss natürlich auch ein wenig umgerührt werden. Wenn man jetzt mehrere solche Sachen macht, dann könnte man noch einen Retarder hinzufügen, also einen Trocknungsverzögerer, den gibt es auch noch, aber hier war das nicht notwendig. Wie gesagt, die sehr feine Spitze dieser Pinsel, die ja nicht billig sind, aber wirklich ihr Geld wert sind, eignen sich hervorragend, um so feine Sachen zu bemalen. Wenn man ein bisschen zittert, so wie ich, dann kann man auch ein bisschen schummeln und die Hand auflegen. Ja, leider hat die Kamera nicht funktioniert, als ich das Visier angemalt habe. In diesem Schwarzglanz, das ich jetzt an der Stelle das erste Mal mit einem Edding-Farbstift gemacht habe. Weil mir gedacht habe, warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Geht immer eigentlich ja ziemlich gut mit diesen Markern da schnell mal was anzumalen, und ich bin eigentlich mit dem Ergebnis ja recht zufrieden. Um die Farben ein wenig homogener zu machen, verwende ich gern dieses Tamiya Weathering Set, weil da sind auch ja schon alle Farbtöne dabei, die man dafür braucht, und so ein kleiner Pinsel und so ein kleiner Schwamm, mit dem man das Ganze ja ganz gut und schnell und trocken eigentlich machen kann. Es ist wie trocken malen, bloß ja noch trockener, als wie wenn man es mit Farbe macht. Man nimmt den Schwamm einfach und geht dann nach Belieben über die Stellen drüber, und ich finde, das Ergebnis sieht dann auch sofort immer ja eigentlich gut aus. Also mir gefällt es richtig gut immer. Das gleiche mache ich auch mit dem Sitz, weil einfach so schwarz sieht dann doch irgendwo ein bisschen langweilig aus. Und an der Stelle habe ich ein anderes Weathering Set, das ja weiß, schwarz und so beinhaltet, und mit dem weißen kann man das eigentlich ja ganz gut machen, und man sieht sofort, dass der Effekt enorm ist, weil man sofort eine enorme Tiefenwirkung bekommt und das Ganze eben nicht mehr ganz so platt und so nach Spielzeug aussieht, finde ich. Man kann das mit dem Pinsel dann nur ein bisschen, ja, wieder ein bisschen homogenisieren. Und hier sieht man jetzt mal ganz gut den Vergleich zu dem Sitz vorher und wie es dann nachher aussieht. Man kann das intensiver machen, weniger intensiv, je nachdem, wie man auch das Händchen hat. Und ich finde es eine tolle Möglichkeit, um solchen Sachen irgendwo ein bisschen mehr ja, Leben
einzuhauchen und das Ganze ein bisschen ja, interessanter auch ja, aussehen zu lassen. Hier haben wir ja Probesitzen angesagt, um einfach mal zu sehen, wie diese Resinsitze, die ja oftmals für sehr viele Bausitze sind, überhaupt reinpassen. Der Sitz hat gut gepasst, aber wie man hier sehen kann, tja, Canopy geht dann leider nicht mehr zu. Das heißt, man muss an der Stelle ja, den Sitz nochmal überarbeiten. Ich habe den einfach dann über so Schmirgelpapier gezogen, irgendwo so 120er Körnung. Man muss halt schauen, dass das einigermaßen ja, gerade vonstatten geht, dass der Sitz dann auch wieder ja, gerade am Boden ist, also gerade drin steht. Ja. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal und schauen, ob das Canopy dann zugeht. Und wie man hier sieht, ja, hat es funktioniert. Der vordere Sitz muss an der Stelle auch eingebaut werden und hier sieht man das nochmal. Leider passt auch der nicht rein, was die Seite betrifft, weil halt einfach diese Erhebungen, ja, die sind einfach zu breit für dieses Cockpit. Ja, vielleicht ist der Sitz ursprünglich für Hasegawa gemacht worden oder für Hobbyboss, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste man das wegfeilen und dann konnte man an dieser Stelle hier den Sitz einfügen. Nochmal die Passprobe mit dem Canopy geht zu. Anscheinend ist dieser Sitz insgesamt schon weiter unten oder ich habe ihn anders abgesägt, kann natürlich auch sein. Jetzt schauen wir natürlich auch mal, ob die Piloten hier reinpassen. Dazu, deswegen habe ich eben auch die Arme weggelassen, weil man die dann hier ein bisschen besser ja, handeln kann an der Stelle. Und wie man sieht, ja, passen die auch ganz gut rein. So, die ganzen Instrumentenbretter hatte ich noch nicht festgeklebt, die passen sowieso wie Lego. Und kann man immer wieder rausnehmen und reinsetzen. Auch das Windshield ist wirklich von der Passung her so dermaßen gut. Das kann man immer wieder alles wegmachen und wieder probieren und wieder wegmachen. Das ist wirklich, also da ist wirklich Tamiya top. Ja, sieht doch auch ganz gut aus, würde ich mal so sagen. Als nächstes mussten die Decals auf die Helme drauf, die Gott sei Dank bei den DXM Decals, die ich mir aus USA habe schicken lassen, mit dabei waren. Diese ja, Wolfsköpfe vom Wolfpack sind da mit dabei und diese kleinen F14. Was wir nicht verwenden konnten, sind leider diese Streifen, weil die, ja, die sind dann doch etwas ja, viel zu groß geraten. Eine neue Spitze ist auf jeden Fall immer zu empfehlen, wenn man sich Decals ausschneidet. Ich habe hier was Tolles auf Amazon gefunden. 120 Pack für 9,95 oder so. Ist wirklich, ja, muss ich sagen, ist geschenkt. Also man kann fast für jeden Schnitt eine neue Klinge einsetzen und hat immer ein optimal scharfes ja, Skalpell. Gerade die Spitze bricht ja sehr oft gern ab. Hier zum, für so ganz kleine Decals und so verwende ich ganz gern diese Wasserpumpflasche, um einfach nur ganz wenig Wasser zu verwenden. Man sieht jetzt hier auch gut, die neue Spitze funktioniert wirklich super. Wie jeder weiß, Kartograph, wie man sehen kann, die Decals werden in Italien gedruckt und dann wieder nach USA geschickt und dann wieder zu mir. Hier meine Lieblingspinzette bei der Arbeit. Kurz eingetaucht und dann ja, die Figur befestigen. Sonst läuft die weg, wollte ich schon sagen. Aber das Handling ist einfach nicht so gut. Ja, die kann man dann noch zurechtschieben, wenn man da ein bisschen ja, Wasser drauf hat. Es geht mit Wasser, es geht mit Zeta, es geht mit allem Möglichen. Dann das Ganze mit dem Wattestäbchen etwas andrücken, um schon mal ein bisschen Wasser wieder rauszunehmen zwischen dem Deckel und dem Helm. Das Gleiche machen wir mit dem Deckel auf der Hinterseite. Schieben. Dann nehme ich den Weichmacher von Microsol und trage den vorsichtig mit einem Pinsel auf. Oftmals verschiebt sich dann auch das Deckel etwas, mit der, wenn man den Weichmacher aufträgt, was aber überhaupt kein Problem ist, weil man dann auch gleich mit dem Pinsel ja, das Deckel wieder in die richtige Position schieben kann. Wenn der Weichmacher etwas ja, gewirkt hat, kann man dann nochmal mit einem Wattestäbchen das Ganze ein bisschen andrücken und
Wie gesagt, diese roten Streifen konnte ich an der Stelle nicht verwenden, weil die halt einfach ja, viel zu groß sind, wenn man sich das ansieht. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall sind die viel zu groß. Ich habe jetzt hier wieder meinen Lackstift verwendet, was jetzt nicht hundertprozentig genauso hingehauen hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es war wirklich viel, viel schwieriger. Aber unterm Strich, ja, fürs erste Mal einigermaßen zufrieden. Ja, jetzt wurden die Sitze eingeklebt, aber hier darf man keinen Plastikkleber verwenden, weil das ist ja Resin und da braucht man auf jeden Fall einen Sekundenkleber. Ich nehme da an der Stelle dieses Gel, weil das halt einfach vom Handling her besser ist und ja, ein bisschen länger ja, sich auch noch mal an der Stelle verschieben lässt. Und man muss dann immer schauen, ist das jetzt in der richtigen Position? Mal immer durch die Flucht schauen, ob das so passt. Und ja, man merkt dann auch schon mit dem Finger, dass dann der Kleber anfängt zu wirken. Das gleiche machen wir mit dem vorderen Sitz. Und dann kommt der auch schon rein. Und dann kann man wieder von vorne durchschauen, sind die beiden Sitze ja in der Flucht, also sind die in einer Linie. Das ist ganz wichtig, sonst ja, sieht es ja irgendwo doof aus. Mit den Pilotenfiguren ist es das gleiche, die klebe ich eigentlich auch mit demselben Sekundenkleber rein. Ist immer ein bisschen ja, Friemelei, diese Kollegen da reinzubekommen. Ja, und wenn die dann drin sind, kann man auch das Armaturenbrett vorne und hinten wieder ankleben. Hier in diesem Fall kann man das dann wieder mit dem Plastikkleber machen. Mit dem Fallerkleber, den man vorsichtig aufträgt und dann kann man einfach diese Bauteile in Lego-Manier da einsetzen, ein bisschen festdrücken mit der Pinzette und dann sind die wirklich genau in der Position, wo sie sein sollen. Aber jetzt geht es auch schon wirklich an die Arme und ja, die passen da eigentlich auch ziemlich gut, muss man sagen. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, hätte ich vielleicht die Piloten irgendwie nur ein bisschen bearbeiten können, also zumindest die Köpfe, dass die nicht alle in die gleiche Richtung genau schauen, wird vielleicht ein bisschen besser aussehen, aber das hebe ich mir halt dann eben fürs nächste Mal auf. Ich finde, die schauen echt gut aus, die zwei gefallen mir ja, richtig gut an der Stelle. Ja, jetzt müssen wir auch die Sitze noch vervollständigen mit den Deckels, die da drauf kommen, weil es sind ja auch verschiedene Warnhinweise drauf. Zum Glück sind die bei Tamiya mit dabei und die werden eben auch so wie vorher schon in ein kleines Wasserbad getaucht mit der Pinzette dann ja entsprechend zurechtgerückt mit der Watte ein bisschen antupfen, damit das Wasser rausgeht dazwischen. Halten die besser. Ich muss wirklich sagen, das ist meine Lieblingspinzette, mit der mache ich am meisten. Man sieht es auch, wie die aussieht, aber ich finde, die ja, funktioniert für mich am besten. Jeder wie er mag. Ja, dann haben wir ja auch noch von dem tollen Quinter Studio Set, das ich in einem anderen Video schon vorgestellt habe, müsst ihr euch unbedingt anschauen, haben wir hier noch die Sachen, die noch zu verwenden sind. Das sind halt eben diese, ja, diese Griffe, an denen die Piloten ziehen können, um sich aus dem Flugzeug hinaus zu befördern. Und auch diese Deckels werden einfach nur im Wasserbad kurz ja, angesetzt und dann kommen die im Sekundenkleber eingetaucht, dann auch schon ja, an den Sitz anbringen. Sehen finde ich super aus, man muss nicht großartig viel malen. Ja, dann haben wir hier noch das Glas vom Head-Up-Display, das ich dann doch auf eine doppelseitige Klebebandspur geklebt habe, damit das Ding nicht davon flippt. Hat auch den Vorteil, dass man es danach ja, mit dem Messer noch ein bisschen besser ja, versäubern kann, ohne dass man da hier Probleme bekommt, weil das Teil davon fliegt. Ja, das Ganze wird dann auch mit Holzleim angeklebt. Warum Holzleim? Holzleim trocknet, oben sieht man es auf dem blauen Blatt, trocknet einfach durchsichtig aus und vor allem, man kann wunderschön überflüssige Sachen, die da irgendwo sind, mit einem nassen Pinsel, also mit Wasser einfach
ja, wieder wegwischen. Und das finde ich einfach eine super Möglichkeit, so Glasigteile anzukleben, ohne dass man irgendwas großartig damit blind oder kaputt macht. Ja, mit dem Rest des Canopies ging es dann weiter. Ich habe dann erst einmal noch mal ein bisschen poliert und habe mir dazu die Handschuhe angezogen, damit man hier nicht noch irgendwo irgendwelche Fingerabdrücke produziert, die dann innen drin sind und die man dann nie wieder wegbekommt und sich ärgert bis ans Ende seiner Tage. Und ein Antistatiktuch hilft auch immer sehr dabei, dass man tatsächlich jeden Staub, der da innen drin ist, dass man den tatsächlich auch wegbekommt. Ja, und auch hier habe ich dann den Pronal-Holzleim verwendet, um diese Glasigteile anzukleben. Das dann mit dem Pinsel aufgetragen, diesmal kann man ein bisschen feiner arbeiten. Als erstes kam eben das Teil mit dem Windshield, das hier wunderschön reinpasst. Also das ist wirklich ja von der Passung her ist das immer wieder so eine Freude. Also ich kann es nicht oft genug sagen, wie toll ich diesen Bausatz finde und auch den F4 Bausatz, und man kann das, wie man jetzt hier sieht, wunderschön mit dem in Wasser getränkten Wattestab, kann man einfach diesen Kleber, wenn man zu viel hat, den einfach wieder ja, entfernen. Ich finde das super. Dann kam das große Canopy dran, auch hier mit dem Holzleim. Leider habe ich mich geirrt und die Kamera war nicht eingeschaltet, als ich das drauf gebaut habe. Von dem her kann man das jetzt leider nicht sehen, wie ich das genau gemacht habe, und sieht halt hier jetzt das, ja, das fertige Endergebnis. Da man hier immer ein bisschen schauen muss, wie das genau passt, muss man das ein bisschen hin und her drücken. Dann drückt sich auch wieder ein bisschen Leim raus, den man dann auch wieder mit nassen Wattestab ja, an der Stelle entfernen kann. Ich finde, das Canopy hat super gepasst und das ist wirklich was ganz was Tolles. Ja, jetzt kamen noch ein paar kleine ja, Antennen, die an der Oberseite der F14 zu finden sind, die auch wieder mit dem normalen Fallerkleber befestigt werden. Auch alles super Passung. Weiter ging es dann mit diversen Sensoren an der Seite, also Staudruckrohre zum Beispiel. Ja, sind dann einige da und man muss dann auch immer wieder von vorne durchschauen, ob die auch alle in der richtigen Position sind. Die wollen natürlich irgendwo eine Farbe haben und Tamiya sagt da einmal Gunmetal und dann noch irgendwas Glänzendes, das ich nicht da habe von Tamiya, aber ich habe hier dieses Ammo of Mic Polished Metal, das einfach auch ziemlich gut aussieht und sich gut verarbeiten lässt. Das Ganze wird wieder verdünnt mit meinem Acrylverdünner, mit dem ja, mit der tollen Ausgießer oder halt mit dem Tropfenteil da oben dran, dass man da schön raustropfen kann, einzeln, ohne das, was daneben geht. Dann nehmen wir wieder dieses kleine ja, Gefäß, weil man ja wirklich, wirklich sehr, sehr wenig nur braucht. Das Gunmetal hat sehr viele Pigmente und muss man daher gut umrühren, dass das wirklich ja, nicht so zäh ist. Diese Pigmente, die müssen wirklich gut umgerührt werden. Irgendwann, wenn es dann wieder homogen ist, kann man sich da einen Tropfen, eigentlich Flo, einen Tropfen rausholen und hier zwei Tropfen drauf machen. Dann das Ganze natürlich wieder umrühren, damit das ein bisschen ja, homogen ist. Und dann nehme ich wieder meinen tollen Pinsel, den ich vorher schon vorgestellt habe, von dem ich wirklich ja, sehr begeistert bin. Also funktioniert wirklich toll, ist nicht billig das Teil, kostet über 10 Euro, aber ich finde ihn wirklich richtig gut. Und man kann damit echt präzise arbeiten. Die richtige Farbe natürlich einmal vorausgesetzt, ist hier die Konsistenz ja nicht, vielleicht nicht optimal gewesen, aber es hat trotzdem eigentlich gut funktioniert. An der Stelle wäre vielleicht der Retarder besser gewesen, weil die dann doch relativ schnell trocknet, dieses Gunmetal. Auch die Unterseite und die andere Seite sind noch dran. Danach wird der Pinsel auf jeden Fall gereinigt. Ich mache das mit Nitroverdünnung,
weil das wirklich sehr gut reinigt und auch pflegt, habe ich mir mal sagen lassen. Und vor allen Dingen diese Farben gehen damit richtig gut weg. Ich drehe den dann immer leicht, damit eben die Spitze wieder richtig schön dünn wird. Und vor allen Dingen niemals in die andere Richtung schieben. Das Gefäß mache ich auch gleich nochmal sauber. Das kann man immer schön wieder auswischen. Und jetzt kommt dann auch schon dieses Polished Metal zum Einsatz, das man auch wunderschön hier einzeln raustropfen kann. Auch wieder einen Tropfen. Ja, sehr schön. Gut hat das gemacht. Und hier auch zwei Tropfen. Umrühren. Und jetzt ist der vordere Teil dran von diesem Sensor, der eben in einem etwas glänzenderen Ton lackiert wird, weil das einfach halt ein anderes Metall ist. Ne? Auch vorne die Spitze wird mit diesem Polished Metal lackiert. Ja, und für diesen Sensor, der unten dran ist, an diesem Ginpot, habe ich ein Glasigteil, das nicht zum Bausatz gehört. Und das habe ich diesmal auch mit einem schwarzen Edding einfach innen angemalt, was ziemlich gut aussieht. Bloß leider ist es so, dass dieses Bauteil da eigentlich gar nicht hingehört. Deswegen musste ich hier ein bisschen nachhelfen und musste mehr oder weniger diesen Fortsatz, der da dran ist, wegsägen mit meiner tollen Tamiya Ätzgästensäge. Also die ist wirklich sehr scharf und man kann damit sehr präzise arbeiten. Also ich bin wirklich begeistert von dem Ding. Gibt es mehrere davon und die finde ich echt gut. Dann mache ich das mit so einer alten Zahnbürste, die ich ein bisschen gekürzt habe. Vorne, damit es ein bisschen härter ist, mache ich das Ganze ein bisschen sauber. Dann kommt wieder der Ponal Holzleim zum Einsatz. Hier wieder mit dem Holz aufgetunkt. Und dann kann man den Sensor auch schon ansetzen. Und das ist eben genau der Sensor, den wir hier brauchen, also habe ich anhand von Fotos festgestellt. Jetzt die finale Montage, das Schönste eigentlich am ganzen Bau, kann man zusammenstecken. Das ist so toll bei Tamiya, diese Flügel, die passen da einfach so dermaßen gut rein. Das passt alles so dermaßen gut. Das macht wirklich richtigen Spaß. Durch diese Gummi-Einsätze, die da drin sind, kann man auch die Höhenruder wunderbar rein und raus machen, wie man möchte. Ja, und an der Stelle kann man sagen, ist das Flugzeug fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das nächste Video für die Fertigstellung auch noch anschauen würdet. Lasst ein Abo da, bis bald, Servus.